In diesem Video zeige ich dir eine Möglichkeit, wie du im Resident Evil 4 Remake die Trophy Stille Killer ganz leicht freischalten kannst. Wir befinden uns hier aktuell in der Burg und zwar rund um das Kapitel Nummer 7 und unser Auftrag lautet hier einen anderen Weg suchen. Wir müssen nämlich hier ins Verlies und im Verlies, da wartet ein ganz besonderer Gegner auf uns. Aber um in das Verlies zu kommen, müssen wir zunächst erstmal den Verliesschlüssel auch finden. Und dafür folgst du einfach nur hier dem Weg. Wie gesagt, das ist ganz automatisch im Rahmen der Story, wirst du sowieso hier entlang kommen müssen, um dann halt auch wirklich weiterzukommen. Und hier bin ich ein bisschen langsamer durchgegangen, denn wenn man sich sonst hier so schnell durchbewegt, dann kann man leicht den Überblick verlieren. Und hier hinten, da liegt eine Leiche und bei der bekommst du dann auch den Verliesschlüssel. Und nachdem du dann zurück zu Ashley gehen möchtest, brichst du hier durch den Boden und dann kommt hier noch eine kleine Zwischensequenz, in der du den Gegner präsentiert bekommst, den du möglicherweise aus dem Original schon kennst und bei dem du auch weißt, dass er nicht wirklich viel sehen kann, aber umso besser hören. Und das müssen wir uns jetzt gleich zunutze machen, um die Trophy freizuschalten. Es ist nämlich so, um die Trophäe Stiller Killer zu bekommen, musst du diesen Gegnertypen hier nur mit dem Messer killen. Also du darfst keine Pistolen, keine Schusswaffen einsetzen. Und dafür rennen wir erstmal hier hinten in diesen Raum. Dort angekommen zeige ich dir auch kurz auf der Map mal die Location, wo wir uns da befinden. Und wie erwähnt, dürfen wir hier auf keinen Fall eine Pistole einsetzen. Also wirklich nur mit dem Messer agieren. Das bedeutet, wir kriechen jetzt hier und versuchen immer hinter diesen Dude zu kommen. Und sobald dann R2 erscheint, dann rammen wir ihn das Messer hinten in die offene Wunde beziehungsweise in diesen offenen Bereich, wo er auch seine Mutation hat und haben damit ihn schon einmal getroffen. Auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad müssen wir das Ganze dreimal machen. Jetzt habe ich hier ein Stiefelmesser zum Beispiel im Einsatz und das Ding ist, nach dem zweiten Mal wird das auf jeden Fall kaputt gehen. Du wirst es jetzt hier gleich sehen und da ist halt jetzt einfach noch der Hinweis wichtig, bevor du hier wirklich in das Verlies gehst, geh am besten mal beim Händler vorbei und repariere im Vorfeld auf jeden Fall dein eigentliches Messer. Denn wenn du das noch mit dabei haben solltest, wenn du nur zum Beispiel ein einziges Stiefelmesser hattest, dann wird das automatisch als nächstes eingesetzt und du kannst hier deinen dritten Hit landen. Bei den anderen Schwierigkeitsgraden weiß ich nicht genau, wie viele Male wir da wirklich auf den Rücken zustechen müssen. Hier auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad reicht wirklich dreimal. Und wenn du das dann gemacht hast, bekommst du auch die Trophy Stille Kille. Ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen. Wenn du weitere nützliche Tipps ums Resident Evil 4 Remake suchst, dann folg doch einfach hier der Playlist. In diesem Sinne, hab vielen Dank, hau rein und mach's gut.